Hallo lieber Hundefreund. Dein Hund kratzt sich in letzter Zeit häufiger und in seinem Fell findest du einzelne kahle Stellen mit kleinen Pusteln? In diesem Fall solltest du genauer hinsehen und deinen Vierbeiner ein paar Tage sorgfältig beobachten. Es könnte sein, dass er sich eine Räudeinfektion zugezogen hat. Räude ist auf den ersten Blick gar nicht so schwer zu erkennen. Sie macht sich durch einen starken Juckreiz und durch ständiges Kratzen bemerkbar. Nach und nach löst sich das Fell an einzelnen Stellen, sodass kahle Flecken zu sehen sind. Die Ursache für eine Räudeinfektion ist ein Befall mit Parasiten. Winzig kleine Milben legen ihre Eier in der Haut des Hundes ab. Die Haut fungiert als eine Art Wirt, auf dem die Milben ihre gesamte Entwicklung durchlaufen. Eine Räudeinfektion wirst du ohne die Hilfe eines Tierarztes in der Regel nur schwer in den Griff bekommen. Je früher du die Räude erkennst und behandeln lässt, desto besser ist es für deinen Hund. Zuerst wird der Tierarzt herausfinden, um welche Art von Milbenbefall es sich handelt. Entsprechend empfiehlt er die Behandlung mit passenden Tinkturen oder einem Spezialshampoo. Wie lange es dauert, bis die Räude vollständig kuriert ist, hängt davon ab, wie schwer der Befall war. Die Krankheit gilt allerdings als gut heilbar und die Prognose ist sehr gut. Wir drücken dir und deinem Hund ganz fest die Daumen und sind uns sicher, dass es ihm bald wieder besser geht.